Schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Aha. Oh yeah! Hello. It's the boy! Oh my God. Oh my gosh, it's Shion Chong from The Voice of Germany. Bist das nicht? Ne? Wie geht's dir? Mir geht's gut, aber etwas viel zu tun in letzter Zeit mit Schule und Musik, wenn man das versucht zu kombinieren. Ist natürlich manchmal stressig, aber ich habe super, super viel Spaß. Und genau. Ja, und ich freue mich auf deine Projekte. Yeah. Ja. Alter, wir sind jetzt schon bei 62, 63 Leuten. Kaum ist Sion online, geht's ab. Yeah, man. Erzähl mal, was hat sich denn nach The Voice bei dir geändert? Also gedanklich, auch musikalisch, persönlich? Bei mir persönlich hat sich tatsächlich nicht viel geändert. Also ich bin immer noch derselbe Mensch. Ich bin immer noch Shion. Gesanglich, musikalisch habe ich unglaublich viel mitgenommen bei The Voice. Und dafür bin ich super, super dankbar, was ich da alles mitgenommen habe. Ich meine, so eine Erfahrung macht man nicht immer. Also Ja. die kann man nicht einfach machen. Und deswegen bin ich einfach nur dankbar. Und es gab so viele unglaubliche Talente, die es so verdient hätten, anstelle von mir da zu stehen. Aber ich habe mein Bestes gegeben und bin super, super glücklich. Ja. Jetzt musikalisch habe ich einfach in dem Sinne so viel gelernt. Also natürlich auch, dass ich meine Stimme besser ausnutzen kann, aber dass ich jetzt auch ein bisschen toleranter gegenüber meiner eigenen Stimme ein bisschen bin. Dass ich lerne, meine Stimme langsam ein bisschen zu tolerieren, dass ich die nicht jedes Mal cringe finde, wenn ich irgendwas aufnehme, was ich oft, sehr oft getan habe, was ich eigentlich jedes Mal hatte, wenn ich irgendwas aufgenommen hatte. Und Gab es genau, eigentlich Zeiten, wo du deine Stimme nicht mochtest? Wie kann man deine Stimme nicht mögen? super. Junge. Also ich finde meine Stimme sehr, sehr cringe. Ich finde also ich weiß nicht, irgendwie komme ich nicht damit klar, wie ich rappe, wie ich singe. Ich finde es kacke, was ich mache. Und desto mehr danke ich den Leuten, die mich das supporten in dem, was ich mache. Die mir so viele liebe Worte geben, sagen, und das ist im Moment so die Antriebskraft meines Lebens. Ja. Und du auch, Bro. Also sowieso, du bist ja sowieso mein Mentor sozusagen. Und deswegen, also ich bin dir vor allem auch sehr dankbar. Genau. Zu danken, nichts zu danken. Und okay, ich sehe gerade, dass deine Fanpages auch reingekommen sind. Oh, hallo. Ich find's ja extrem cool, dass du, ich habe ja auch ein bisschen dein Instagram gestalkt und so, dass du wirklich jedem Kommentar eigentlich ein Like gibst oder irgendeine Art von Reaktion gibst. Ja. Auf deinem YouTube, glaube ich, auch, oder? Auf YouTube Ja, genau. drückst du auf Gefällt mir bei jedem Kommentar und auch bei vielen antwortest du. Wie lange willst du das noch machen? Liken werde ich versuchen, auf jeden Fall alle Kommentare zu liken. Ja. Also zumindest auf die, also wenn ich einen neuen Post mache, kommen ja die Kommentare immer weiter neu. Ja. Und bis ich dann einen neuen Post poste, werde ich die Kommentare alle durchliken. Okay. Und bei YouTube genauso.
Und ich werde natürlich auch immer weiter so schauen. Das Ding ist, ich bekomme auch DMs auf Instagram. Und so, ehrlich gesagt, beichte ich das jetzt mal so. Oh no, überleg dir gut, was du jetzt sagst, ja? Nein, 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 Also, ich will nichts gegen dich. okay. Okay. Ich bin super dankbar für alles, was Leute mir schreiben. Ja, Also, ja. das ist ja nicht in Worte zu fassen. Und ich bin super happy. Das Ding ist nur, ich habe manchmal auch etwas schlechtere Sachen als Message bekommen. Ist ja, Also Hate, muss man ja, muss, oder wie? ja klar, muss man ja mit rechnen. Und auch vor allem nach den Semifinals, wo ich persönlich und objektiv betrachtet, meiner Meinung nach, also okay, ist nicht objektiv, wenn es meine Meinung ist, aber ziemlich reingeschissen habe, weil es mir gesundheitlich natürlich auch nicht gut ging. Aber trotzdem, das ist halt trotzdem nur eine Ausrede. Also ich kann als Musiker nicht sagen, ja, ich war krank, so, aber ich wollte es nur mal so gesagt haben. Und dann habe ich die Kommentare mal gesehen und die waren teils, also definitiv mehr als andere Teile, etwas negativer geprägt natürlich, was man erwartet hat. Und irgendwie habe ich da so auf einmal Angst bekommen, in gewisser Weise in die DMs zu schauen. DMs schaue ich manchmal. Echt selten in letzter Zeit, echt. Und das tut mir auch leid für all die Leute, die mir was schreiben wollen. Und ich weiß, dass 99% davon nur ultra nette und tolle Worte sind. Aber irgendwie diese Angst davon, also diese Angst hält mich irgendwie in letzter Zeit davon ab. Ich weiß nicht. Bei YouTube sowieso gucke ich in keinem Fall mein Semifinal-Video an, weil ich, selber einfach ziemlich cringe finde und genau so ist das. Ja. Würdest du sagen, ich meine, die Frage wird ja oft gestellt an Leute, die jetzt als Sänger oder als Künstler unterwegs sind. Die einzelnen, also viele Menschen denken das sich nicht, aber diese einzelnen Kommentare, die können schon etwas mit dir anstellen. Also wenn du die ganze Zeit Hate-Kommentare siehst und wahrscheinlich schreiben viele Leute solche Kommentare ohne sich tiefere Gedanken darüber zu machen, dass es vielleicht den anderen verletzen könnte und Ja. in der Position ist, irgendwie sein Herz zu zeigen und sich der Öffentlichkeit zu stellen, dann machen auch solche Hate-Kommentare und solche Sachen etwas mit einem Menschen. Und Ja. wie du gesagt hast, Das glaube ich auch. gut, was du also für deine seelische Gesundheit einfach nicht in die Nachrichten zu schauen und auch einen Ja, genau. gewissen Abstand aufzubauen zu diesen negativen. Genau. Ja. Genau, also ich bin super, super dankbar für alles, was ich bekomme. Und desto mehr tut es mir leid, dass ich nicht sehr selten in die DMs in letzter Zeit schaue. Ja. Aber echt, ich hätte es selber nicht erwartet, dass das so ist. Weil ich habe natürlich keine Hater-Kommentare geschrieben. Ja. Aber auch bevor ich bei The Voice war und irgendwie aktiv als Musiker war, habe ich natürlich bei so anderen Videos, bei so anderen so Gesangsvideos oder was auch immer, habe ich natürlich auch meine Meinung zu diesen Videos manchmal in Kommentaren verfasst. Meistens waren sie, also die waren meistens nicht negativ. Aber jetzt, wo ich das selber in der Position stehe, bewertet zu werden, ist das ein ganz anderes Gefühl so. Und auch wenn man so sagt, ja, nimm das nicht persönlich, da steckt meistens nicht viel hinter, Ja. ist es manchmal schwierig, davon sich wegzudenken. Also man weiß im Inneren, so, das wird wahrscheinlich nicht 100% vom Herz kommen, sondern das ist einfach so ein Impuls. Aber
also mein Unterbewusstsein versteht das, aber so dieser reine Verstand, dieser kurzsinnige Verstand, der checkt das halt nicht. Und dann nehme ich das manchmal wirklich zu Herzen. Ja. Und das verletzt mich dann tatsächlich auch manchmal. Und ja, genau, ich denke, das ist das, was mich dazu bringt, nicht oft in die DMs zu schauen, weil ich dann auch gemerkt habe, dass irgendwann in den DMs manchmal solche Nachrichten dann auch landen. Aber wie gesagt, ich versuche möglichst die Kommentare wenigstens zu liken, was das Mindeste ist, was ich als Dank zurückgeben kann. Und was ich als Künstler natürlich nur als Dank für die Leute, die mich supporten, bieten kann, ist natürlich Musik. Also das ist die größte Weise, meinen Dank und meine Liebe zu meinen Fans auszudrücken. Und genau, deswegen bald kommen einige Projekte auf euch zu. Yes. Und ich hab euch super, super lieb. Und deswegen, also ich habe gemerkt, so es gibt keine größere Kraft als Leute, die dich supporten, Yes. Musik weiterzumachen, und ihr seid einfach die Besten. Und ja, genau. Super. Ich frage einfach so ein paar Fragen, okay? Also Okay. einfach ganz spontan ein Interview. Das Ist okay für dich? ist so richtig so spontan, aber es ist gut, es ist gut. Okay. Es ist gut, Bro. Was darf man sich von dir erwarten jetzt? Ich meine, du bist ja noch jung, du gehst ja noch in die Schule. Und Yes, man. The Voice war ja für dich wirklich so ein Sprung ins kalte Wasser. Du Ja. bist das erste Mal so öffentlich, wirklich öffentlich gegangen mit deiner Stimme. Und Ja. vorhin gesagt, ein paar Projekte kommen. Einfach, was hast du vor? In welche Richtung von Musik möchtest du gehen? Weil deine Stimme kannst du ja auch sehr vielseitig verwenden. Du könntest ja theoretisch in alle verschiedenen Genres gehen. Was hast du vor? Ich habe hier gerade eine Frage, die ich mir merke, die ich später beantworten möchte. Ja. Genau. Genau. Was ich jetzt bestrebe als Musiker, ist, mich tatsächlich nicht begrenzen zu lassen von irgendwas. Ich möchte, was ja auch tatsächlich meine Stärke so bei The Voice war, war ja meine Vielseitigkeit. Also wenn man nur meine Stimme eventuell bewerten würde, so wenn ich nur Balladen gesungen hätte, wie viele es gemacht haben, was ja nicht schlecht ist. Wenn das eine Stärke ist, dann sollte man das machen. Yes. Wenn ich nur Balladen gesungen hätte, wäre ich nicht durchgekommen, weil da so viele starke Balladensänger waren. Und hätte ich nur R&B gesungen, wäre ich auch nicht durchgekommen. Hätte ich nur gerappt, wäre ich vielleicht auch nicht durchgekommen. Und weil ich alles kombiniert habe und diese Vielseitigkeit gezeigt habe, hatte Marc natürlich dann auch diese Erwartung, okay, vielleicht kann er ja was zeigen in den Sammys. Und genau, und das muss ich ausnutzen natürlich. Und ich werde das natürlich jetzt auch als Künstler bestreben, meine Vielseitigkeit ein bisschen weiter auszubauen. Und ich bin ja noch jung, wie du gesagt hast. Ich bin gerade erst so in die Szene gesprungen, so ins kalte Wasser, wie du formuliert hast. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung davor. Also ich habe mich beworben wegen meinen Eltern, weil sie so gesagt haben, ja, wenn du jetzt populäre Musik anfangen willst, dann nimm doch mal sowas teil. Und wir dachten alle, in der ersten Vorrunde rausfliegen, und dann ja, bin ich irgendwie doch dann weitergekommen. Bis zum Halbfinale. War crazy. Ja, gerade danke für deine Antworten. Ein paar Fragen. Ich weiß nicht, ob du die Fragen auch siehst, die du bekommst. Nee, also diese Fragenfunktion, da die Fragen sehe ich nicht. Okay. Aber ich wollte kurz eine Frage beantworten, die in den Kommentaren war. Und zwar, wer du bist. Und Davy ist ein Freund von mir namens Davy. Er ist so ziemlich der talentierteste Producer, den ich kenne. Hör auf, das zu sagen.
Es ist aber true. Er ist echt talentiert und er bringt dieses Jahr und letztes Jahr hat er auch schon einige Sachen produziert. Dieses Jahr bringt er aber nochmal so einen Stoß von richtig krassen Tracks raus. Ich weiß es einfach, auch wenn ich viele wahrscheinlich nicht gehört habe. Ich weiß es, dass sie krass sind und ich verlinke ihn oft in meiner Story. Also wenn ich das nochmal mache, werde ich auf jeden Fall. Checkt ihn bitte ab, weil er ist ein super cooler Typ und er ist mein Mentor. Nicht nur musikalisch, sondern auch zurzeit geistig, weil ich natürlich noch viel lernen muss, auch als Mensch erwachsen werden muss und vor allem lernen muss, wie ich als Mensch mit der Musik agieren sollte. Und da ist Davy mir immer eine super große Hilfe und ich bin ihm immer super, super dankbar. Genau. Yes. Danke für die lieben Worte. Kann ich nur zurückgeben, Sion, Oh. einem richtig tollen Weg als Mensch und als Musiker. Bin sehr, Dankeschön. sehr, sehr stolz auf dich. Danke. Ich habe hier gerade so ein paar Fragen bekommen, die an dich gerichtet sind. Zum Beispiel, wir können ja ganz schnell ein paar Sachen durchgehen. Wie bist du Okay, zum wir Singen machen das. gekommen? Wie bist du zum Singen gekommen? Ah, okay. Ich war gerade geistig woanders. Das passiert mir manchmal. Ich bin zum Singen gekommen. Erstmal, bei The Voice wurde das ja so dargestellt, als hätte ich noch nie in meinem Leben gesungen und hätte da so angefangen, auf einmal so als Spaß zu singen. So war es nicht. Ich habe schon als kleines Kind mit meinen Eltern gesungen, aber das halt nie ernst genommen. Also ich war immer so, ja, la la la, ich singe, wuhu. Und das hat mir super viel Spaß gemacht, einfach zu singen mit meinen Eltern. Aber sie haben halt auch nicht, sie hatten nie richtig in meinen Gesang eingegriffen, irgendwie technisch oder was auch immer. Weil sie, erstens, Musik ist ja kein einfacher Lebensweg. Und das wollten sie eventuell, wenn ich es nicht wollte, vermeiden. Und auch wenn sie mich musikalisch erzogen haben, weil das ja super cool ist, Musik zu können. Und genau. Und dann, ich hatte früher klassische Musik gemacht. Ich hatte Klavier gespielt und Geige gespielt und ich hatte an vielen Wettbewerben teilgenommen und auch bei vielen gute Ergebnisse gehabt. Und je mehr Sachen ich so bei der klassischen Musik gemacht habe, habe ich gespürt, dass das immer nicht so mehr mein Ding war. Also, ich habe gespürt, dass ich irgendwie sehr gestresst werde dadurch, dass ich diese Musik mache, obwohl ich es sehr mag, diese Musik immer noch zu hören. Also ich höre immer noch klassische Musik. Aber wenn ich selber mache, ist das eine ganz andere Sache, weil ich dann darauf achten muss, wenn ich zum Beispiel Beethoven spiele, dass ich dieses Beethoven-Feeling noch habe, aber auch mein eigenes Feeling da rein irgendwie ja, reintun muss in dieses Feeling. Ja. Und das hat mich super gestresst. Und dann habe ich gesagt, Mama, Papa, ich glaube, das ist nichts für mich. Also es tut mir sehr leid, weil ich so schon viel gemacht habe, aber jetzt möchte ich aufhören. Also das kann ich nicht mehr mitmachen. Und meine Eltern sind die besten Eltern. Sie haben das direkt supportet und sie haben gesagt, wenn du das sagst, dann hör auf. Es ist super cool, dass du uns das sagst, dass du so ehrlich bist. Dann durfte ich aufhören. Und dann haben die natürlich auch gefragt, was willst du denn jetzt machen, lernen und eventuell studieren gehen. Und ich so, ich möchte nicht ganz weg von der Musik. Ich möchte vielleicht was Neues ausprobieren. Dann habe ich damals eine
TV-Show in Korea gesehen, die heißt Show Me the Money. Das ist so eine Rap-Show, Rap-Audition. Ich war super geflasht davon, weil es einfach für mich so ein Schock war, dass Rapper, also das Sänger, die das damals für mich war, so explizit radikale manchmal Aussagen machen und wirklich das, was sie sagen wollen, ohne Filter einfach sagen. Das war für mich so ein Schock und ich habe dann gedacht, yo, cool, das möchte ich auch machen, weil ich bin kein Mensch, der sich, wenn ich rede, drücke ich meistens nicht oft genau das aus, was ich sagen möchte, weil manchmal ich den anderen Menschen nicht verletzen möchte, dadurch, dass ich alles 100% ehrlich sage. Und manchmal, weil ich auch Angst davor habe, was das für eine Reaktion erzeugen könnte vom Gegenüber. Aber wenn ich das in Musik verpacke, dann hatte ich das Gefühl, dass das viel einfacher ist. Dass es mir viel einfacher fällt, mich auszudrücken, was es auch tut, weil man merkt das allein an den Demos, dass da irgendwie viel tiefgründigere Gedanken kommen als normalerweise. Und genau. Okay. Schauen wir zur nächsten Frage, okay? Okay. Genau, und dann bin ich, letztes Jahr habe ich richtig angefangen, auch ein bisschen über Singen nachzudenken und ein bisschen zu üben, genau. Yes. Also wahrscheinlich können wir nicht alle Fragen beantworten, aber versuch kürzer zu antworten, okay? Okay. Vor 9 Minuten. Sie und deine Fans brauchen einen Fandom-Namen. Welchen? Fragezeichen. Shion. Hast du eine Idee? Nee, das muss von dir kommen. Ich Mann! nicht einfach deinen Fandom-Namen festlegen. Stimmt. Abschirm. Es gibt ich sehe gerade eine Fanpage, sionjung.fanpage.lyy. Yeah. Wow. Circa 6, 7 Mal geschrieben, sie und seine Fans brauchen einen Fandom-Namen. Yeah. Also, überlege mal. Oh, she on air. Was? She on air, Yangguang. Okay. she on, she on. Magst du Harry Styles oder Zayn mehr? Ich mag Harry Styles persönlich mehr. Aha. So eher mein Vibe. Yes. Aber ich habe schon viel mit Max. Also Max Lenz, mein Battle-Partner, hat darüber geredet. Es ist schwierig zu sagen. Also, so, wenn das die Skala ist, wie sehr ich Harry Styles mag, dann ist das ungefähr Zayn. Also, ich mag beide, aber Harry Styles trifft meinen Geschmack ein bisschen mehr. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch bei Max. Okay. Würdest du The Voice empfehlen? Weiterempfehlen? The Voice, auf jeden Fall. Ich hatte ein bisschen Schiss davor, aber ich glaube, man braucht echt keine Angst zu haben, Mhm. weil ich habe mich ja auch aus dem Grund beworben, so, okay, ich möchte ein bisschen Erfahrung sammeln, wahrscheinlich werde ich so in der ersten Runde rausfliegen. Wenn es so ist, wenn man tatsächlich dann in der ersten Runde rausfliegt, dann war es eine coole Erfahrung. Einfach so, weil man da hingefahren ist und okay, jetzt mit Corona ist natürlich etwas anders. Man muss da, glaube ich, irgendwie Videos einsenden oder so. Ja. Aber es ist dennoch eine coole Erfahrung, dass man einfach sich mit etwas auseinandersetzt, was mit Musik zu tun hat. Also das bringt einen so oder so weiter in Musik, wenn man sich einmal ein bisschen tiefgründiger mit auseinandersetzt. True. Und genau. Und wenn man dann doch weiterkommt, ist ja cool. Ja. Dann kann man noch mehr erfahren. Und im Endeffekt solltet ihr das so sehen. Also so habe ich das zumindest gesehen und was mir geholfen hat,
ist einfach eine Reise, wo man nicht weiß, wann sie endet, aber wo man auch nicht traurig sein sollte, wenn sie endet, weil es im Endeffekt einfach eine coole Reise war, sozusagen. Ich glaube, viele Leute denken, dass Castingshows etwas Schlechtes sind oder so. Also es gibt viele Hater, was Castingshows angeht, aber ich glaube, du bist ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach hingehen sollte, um Erfahrung zu sammeln. Genau. Eine Top-Platzierung in einer Castingshow garantiert dir nicht einen Erfolg. Nee, auf keinen Fall. Im Gegenteil, nicht die Erstplatzierten, sondern die eigentlich unterplatzierten Leute, die dann nach solchen Shows richtig Gas geben und guten Content liefern, für die kann es ein großes Sprungbrett werden. Daher Ja. auf jeden Fall Ja, genau. Frage, ob du K-Pop-Rapper hörst. Also als Beispiel wurden genannt Changbin, August D, Ah, okay. ja genau, Sri Raja, ja. Also da, ich glaube, damit sind dann nicht die K-Hip-Hop so Rapper gemeint, sondern wahrscheinlich die Rapper in Idol-Groups. Ja. Ich höre tatsächlich nicht aktiv so Idol-Group-Rapper, aber es gibt einige, die ich höre. Und zwar hatte ich ein paar Tracks von Rap Monster sehr, sehr gefeiert. Vor allem das Featuring bei einem Rapper namens Gekko. Das war echt heftig. Also ich fand seine Stimmfarbe erstmal ultra heftig. Und also das fand ich heftig. Und dann gibt es noch einen Idol-Rapper namens Ravi. Und er ist einfach, also er weiß, was er macht. Und Ravi ist cool. Zico natürlich, No Doubt, Mino, ja, genau. Dann fragt Chian, gib mal Shoutout an Yongbangs Vlogs. Yeah, geht alle Yongguangs Vlogs schauen. Yongguang ist ein guter Kumpel von uns und er macht Vlogs und es ist einfach chillig und es gibt dem Herz Ruhe. Deswegen solltet ihr seine Vlogs schauen. Und ja, shoutout. Jemand fragt, ob du ein paar Gesangstipps geben kannst. Oh, ihr fragt den Falschen. Ich habe gar keine Ahnung von Gesang. Das Aber ist das Problem. nicht viele Leute wissen, dass deine Eltern Musiker sind. Yeah, also meine Eltern sind Opernsänger, also meine Mutter jetzt nicht mehr, aber mein Vater arbeitet immer noch als Opernsänger. Und sie haben mir natürlich ab und zu hier und da Tipps gegeben, aber sie haben wirklich versucht, möglichst wenig einzugreifen, weil ich natürlich in einer komplett anderen Genre und Richtung arbeite als sie. Und sie wollten mir dann so ein bisschen Freiraum bieten, was mir, glaube ich, im Endeffekt gut getan hat. Was ich nur versuche beim Singen, also was mir am Anfang, als ich angefangen habe, selber so ein bisschen zu trainieren, war versuchen beim Singen cool zu bleiben. Also, dass man, auch wenn man vielleicht in den Höhen nicht so cool ist, wenn man da so irgendwie, dass man vielleicht versucht, so ein bisschen zu täuschen, sich selbst auch ein bisschen so zu täuschen, als wäre man so cool, ich bleib cool auch in den Höhen. Das hilft einem, glaube ich, auch in gewisser Weise. Und es gibt etliche YouTube-Videos, die mir da weitergeholfen haben, wo ich viel auch mitgenommen habe. Ich habe echt wirklich wenig Ahnung von Gesangstechnik an sich, weil ich ja tatsächlich Gesang erst so richtig seit 1, 2 Jahren mache. Und genau, aber so das cool bleiben war immer eine große Hilfe für mich. Sehr cool. Dann, ich greife noch eine Sache auf. Meinung zu Tosi. Wer ist Oh. Tosi? Tosi war mein Semifinal Partner oder Gegner, Partgegner. Bester
beste Stimmfarbe dieses Jahr gewesen, meiner Meinung nach. Mhm. Ich möchte jetzt nicht irgendwie, ja, irgendwas Falsches sagen, aber ich fand seine Stimmfarbe einfach himmlisch und verdient weitergekommen. Und Tosi ist auch als Mensch einfach ein sehr cooler Typ. Genau, Tosi. Wir haben auch so ein paar Projekte vor. Und ja, Hammer. es wird cool. Und hört euch seine Single an mit Mark Forster auf Spotify. Mit Mark Foster hat er was rausgenommen, Ja, rausgebracht. genau. Das war fürs Finale. Okay, cool. Genau. Sehr, Right here. sehr cool. Ja, warte mal. Ich glaube, so im Großen und Ganzen war es das. Okay. Yes. Cool. Dann danke für das spontane. Ich habe mir. Ruf dich jetzt einfach an, weil du die ganze Zeit schon online bist. Und cool, dass du abgehoben hast und jetzt einen Haufen Fragen beantwortet hast. Ja, Mann. Aber was ich noch als erstes sagen möchte, nochmal, das schreiben viele gerade in die Kommentare, supportet Davy. Er ist ein super, super, also als Mensch, als Musiker, alles einfach so ein cooler Typ. Er weiß, was er macht und er gibt mir so viele Tipps. Und ich kann ihm gar nicht genug danken, was für eine Liebe er mir einfach gibt. Und genau. Yeah. Viel Liebe zurück. Ich glaube, wir können diesen Chat nicht beenden, ohne dass Sion was Kurzes vorsingt, glaube ich. Was? Ich weiß nicht, ob ich jetzt was singen darf, weil es so Es spät haben ist. einige Leute gerade reingeschrieben, so, dass wir singen sollen, aber synchron wird das nicht gehen, Leute. Und ich Ja, glaube, genau. ihr wollt lieber Sion Stimme hören als meine Stimme. Deshalb, hast du zufällig ein Klavier oder so bei dir? Ich habe ein Klavier. Das Problem ist, ich glaube, ich darf gerade nicht singen. Also, Ja. weil es so spät ist, wegen meinen Eltern. Okay. Darfst du Und auch wegen meinen Nachbarn vor allem. Ja? dann was singen, also von der Lautstärke? Ich kann natürlich A cappella, also Klavier geht, glaube ich, nicht klar, aber ich kann vielleicht A cappella vielleicht. Das ist sehr leise, das wird jetzt sehr leise Okay. eventuell Dann warte, dann mache ich sein. noch Folgendes. Fragen wir die Leute, was für einen Song sie hören wollen. Und sobald, Oh. und wir machen einen Countdown von einer Minute. Und die Songs, die am meisten, also der Song, der am meisten vorkommt, und wenn du den kennst natürlich, den Song machst du eine Kostprobe. Okay? Okay. Alright. Oh. Dann schauen wir mal in die Kommentare. Es kann aber sein, wenn ich singe, dass meine Mutter oder mein Vater reinplatzt. Das Okay. ist mir aber im Moment egal. Okay, dann schauen wir mal. Also Falling, ich meine, du hast ja auch ein Cover auf YouTube von Falling hochgeladen, ne? Yes. Genau. Das heißt, Falling, Leute, auf YouTube anhören. Oh, okay. Oh. Gibt's noch Adore You. Pac-Man, Lose Yourself, Eminem. Falling ist zweimal gekommen. Stitches, before you. Du siehst ja die Kommentare, ne? Yes. Okay. Alle meine Entchen, sagt Array. ich glaube, Arrive blockieren, weil der oh, warte, okay. Was gibt's da? Treat you right. Koreanische Nationalhymne. Okay. Slow Dancing in the Dark. Das kannst du dir auf YouTube Klassiker. gucken. Das hat der Sion schon gesungen. Snippet von deiner Mucke. Okay. Savage Oh, wir kennen euch auch. Love. Okay, Leute. Wollt ihr ein Cover oder wollt ihr Snippet von Sions Musik?
Okay, es kommen Cover. Okay, Savage Love kam zweimal, koreanisch kam zweimal. Okay, Snippet kommt dreimal. Ich würde jetzt sagen noch, wir machen noch eine Minute. Ich schaue auf die Uhr. Okay, Snippet, 4, 5, 6, 7, 8. Cover. Snippet. Snippets. Also kennst du den Song Snippet, Sion? Also, ich kenne nur meine Snippets. Ah, okay. Sorry, Leute, für den unlustigen Witz. Ach, bei dir ist alles witzig. Snippet. Okay. Eine Minute ist vorbei. Wir haben als klaren gewonnen, Song Snippet. Dann würde ich sagen, du kannst ein Snippet deiner Wahl. Und für die Leute, die jetzt dazugeschaltet haben, es ist schon 10 Uhr und Sion kann nicht so laut singen, deshalb nicht wundern. Dass Ja. eure Handys oder so laut stellen, dass Sion jetzt nicht so laut singen muss wegen Nachbarn und Eltern. Ja. Hi, dann du kannst was machen, was du willst. Ich singe mal bis zum ersten Chorus von dem Lied, das ich jetzt singen werde. Alright. Warum zittert halt Ja, so? sofort viel mehr Leuten gesungen. Okay. Lost you out of my eyes. Like tears are falling down, but never reach my eyes again. I can't find a sign. I thought I'd never lose you, but it's me that made you vanish. I made mistakes I can't reset. I feel the pain in all regret. No dust of you I can't take back to say goodbye. So why are you gone? Every last piece of you, it is gone. My love, my heart, it is gone. It's all when you're gone, it's done. You're gone. Okay. Leute, Verkackt. drückt auf Herzen. Sion hat gerade trotz Nachtruhe seine Seele, sein Herz ausgegossen. Herzen, Herzen, Leute, er schickt dem Herzen. Wie heißt der Track? Der heißt Why Are You Gone? Und es geht um eine Liebe, die missglückt ist, weil ein weil die Geliebte gestorben ist oder verschwunden ist, je nachdem, wie man es interpretieren möchte. Und der Protagonist trauert halt über dieses Ereignis. Und es tut mir leid, dass ich gerade nicht so gut gesungen habe. Ich werde eventuell irgendwann mittags nochmal Livestream machen. Ich weiß nicht wann. Und dann werde ich nochmal richtig reinhauen. Ja. Aber ich glaube, du hast uns alle zufrieden gemacht. Oh, danke schön. Ist der Song basiert er auf einer wahren Begebenheit oder wie kam der Song überhaupt zustande? Ziemlich traurig. Das war für ein Schulprojekt, Mhm. ehrlich zu sein. Genau. Und da hatten mir noch zwei weitere Schüler geholfen beim Text. Da hatten wir, also es ging um so einen Mythos, so eine alte griechische Mythe. Oh.
und zwar Orpheus und Eurydike. Und da geht es halt darum, dass Eurydike von einer Schlange gebissen wird Ja. und sie gelangt halt in die Unterwelt, in das Totenreich. Und Orpheus möchte sie wieder zurückholen und geht halt auch in den Unterreich. Und dort trifft er halt diesen Gott vom Unterreich. Und der Gott sagt, also diese Gottheit im Unterreich sagt halt so, ja, wenn du sie bis zum Ausgang dieser Unterwelt mitnehmen kannst, ohne dass du dich einmal umdrehst, um zu schauen, ob sie noch da ist, dann ist sie raus. Aber wenn du dich umdrehst, ist sie weg. Und er hat ihn kurz vorm Ausgang hat er sich umgedreht, weil er sie so sehr vermisst hat und so sehr sehen wollte und nicht mehr sicher war, ob sie noch hinter ihm ist. Krass. Und dann war sie natürlich verschwunden oder gestorben, man weiß es nicht genau. Sie ist gestorben oder ge verschwunden. Und in dieser Situation singt Orpheus halt das Lied. Und wir wollten das ein bisschen in die neumodische Art übersetzen, weil es ja tatsächlich leider viele Fälle gibt, wo das auch ähnlich ist, wo der Partner, die Partnerin einfach verschwindet oder verstirbt. Und genau, und es ist ja das, was bei Slow Dancing in the Dark oder solchen Liedern, was mir immer persönlich hilft, ist diese Zerbrochenheit, diese Vulnerability, diese Songs tragen, diese Zerbrechlichkeit, die gibt mir immer selber auch Trost, auch wenn sie depressiv so wirken. Ja. Wenn man, ist genauso wie wenn man jemanden trifft, der etwas erfahren hat, was ich auch erfahren habe. Right. Und so ist das ähnlich bei der Musik. Und genau. Also ich hätte das sehr gerne ein bisschen besser rübergebracht, diese Emotion. Aber das werde ich irgendwann sicherlich nochmal nachholen. Yes. Ich glaube, wie du das auch so schön zusammengefasst hast, ich glaube, das willst du auch in Teil mit deiner Musik, dass du ein bisschen tiefere und mehr emotionalere und auch traurige Texte machen willst, und dass Leute dann auch spüren, dass sie verstanden sind. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so die Schiene, die du gehen möchtest mit deiner Musik. Klar, ich glaube, du wirst auf jeden Fall deine Rap-Seite nicht komplett begraben können, weil das doch ein Teil von dir ist. Aber Da. ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, Auf jeden Fall. wie man Songs schreiben kann, Menschen das Ja. eben verstanden zu sein. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Okay, dann würde ich sagen, dass wir zum Ende kommen. Yeah. Musikpodcast. Okay, Leute. Sion hat sein Gesicht geändert. Er hat sich die Augen operieren lassen und Nase und Mund, weil er gesagt hat, seine Augen sind zu klein. Kein Problem, Genau. Sion, du bist trotzdem geliebt, so wie Oh. du. Schau, wie du ausschaust. Okay, Leute, dann beende ich den Stream hiermit und Yes. Bis zum nächsten spontanen Anruf, Dion. Yeah, auf jeden Fall. Okay, mach's gut. Okay. Mach's Ciao. gut, Leute. Ciao, Tschüss. Leute.